Hallöchen Leute, herzlich willkommen wieder bei Fallout 4 und ja, wir haben den Schlag, den Atomschlag überlebt und wir sind im Vault 111. Männlich. Weiblich mit Kind. Gut. Nehmen Sie einen Vault-Anzug und gehen Sie durch den Garten. Ja, alle sind bis jetzt glücklich danach. Mhm. Da vorne, nehmen Sie sich einen Anzug. Ein Vault-Anzug. Gehen Sie jetzt durch den Gang. Jeder nimmt sich einen. Ihre brandneuen Vault-Anzüge. Es ist im Gang dort. Danke. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt, hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Okay. Siehst du? Es ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Es ist fort. Unser Zuhause. Alles, Sir, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Okay. Passt prima, oder? Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Ja. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Alles wird gut. Ja, ich, oder? Ist doch da. Siehst du? Musst du mal. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Was passiert jetzt hier, Mann? 'Arschlöcher hat mein Kind getötet! Ihr Mistkerl! Und jetzt? Nein, meine Frau. Kritischer Fehler in Kurz. Alle Vault-Bewohner müssen den Bereich.
Oh Gott! Warum soll der Vault-Hack das tun? Überbrückungsfehlfunktion bei der manuellen Öffnung der Kryokapsel. Okay, ich habe gedacht, kann ich immer nicht sein, dass nur noch ich übrig bin. Hallo? Ist da wer? Okay. Okay, also kann ich nicht herein. Geh mir hier rein und... Ih, Kakerlaken! Fehler in Kryoanlage. Alles in den Bereich unverzüglich verlassen. Also, Anfang ist schon... Oh. Sogar steht was. Was zum Teufel? Okay. Bier. Tasse. Bier. Flasche. Tasse. Nee, das bringen wir nicht. Ist noch was anderes? Bett. Bett. Nein. Gehen wir einfach geradeaus. Vielleicht finden wir noch was. Hier haben wir auch Kakerlaken gesehen. Ja. Yeah. Ich liebe es. Oh meine. Was ist denn passiert? Wo sind alle? Ist das alles, was noch übrig ist? Ja, wieso habe ich das genommen? Keine Ahnung. Oder... Was? Alt. Du Drecksvieh! Das war ich ganz getötet. Okay, haben wir alles genommen. Vielleicht brauchen wir es später. Lebt denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? Das brauchen wir. Oh, Pistole. Nehmen wir das. Was haben wir da? Ah, okay. Also, Grab. Nehmen wir das alles. Was haben wir noch da? Also, jetzt finde ich schon übertrieben geil, sage ich euch. Weil... Ah, ein Pistol. Mehr Muni. Stumm. Feuer. Genutzte. Klammer. Schauen wir mal, vielleicht werden wir das gebrauchen. Hier haben wir gar nichts. Okay. Hier auch gar nichts. Was haben wir da? Nehmen wir einfach. Klo! Kann man nicht sehen. Was ist drin? Okay. Also jetzt haben wir mehr Muni. Das freut mich. Das Terminal muss hier irgendwo sein. Terminal irgendwo. Terminal. Nur übers Terminal. Was für Terminal?
Den da. Hä? Entsperren Sie. Nur durch. Also Terminal. Ach so, jetzt weiß ich Terminal. Ans Aufseher. Und ja, das ist ja für der Kunde. Okay. Handbuch. Öffnen. Wurde geöffnet. Okay. Aufseher Logbuch. Vorbereitung. Einweisung der Mitarbeiter ist der beendet. Alle bis auf ein paar wenige Bewohner von Sanctuary Hills wurde registriert und einige aus Concord ebenfalls. Voltage Controlling waren diese Woche da, um eine technische Abnahme durchzuführen. Der Volt ist stellt mir vor, welche wurde uns Bewohner zu sehen bekommen werden. Das führt in die Zukunft zu Reise. Ich könnte dabei sein und unsere vielversprechende Zukunft mit eigenen Augen sehen. Okay, was ist im Oktober passiert? Willkommen bei Technologie von Roboco Intern TV. Okay, gehen wir zu Bericht. Es ist passiert. Wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die Erstwarnung kam. Wir hatten weniger Zeit als erwartet, aber nun Nothanger fehlt, als wir die Eingang versichert. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da, sogar die Familie, die bis zum letzten Minute erwartet hatten. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht hegten. Aber dafür ging wohl alles zu schnell. Sie müssen von allem zum überwältigt gewesen sein. Um die Kammer in Frage zu stellen. Okay. Systemdefekt. Vorräte war knapp und Meteorein. Eine Gruppe unter der Führung des Sicherheitspersonal
hat sich in mich gewendet und verlangt, den Wald verlassen zu dürfen. Ich werde nicht für Türe öffnen, um das darum verletzt zu werden. Ich stamm die verbliebenen Vorräte zusammen und spare die Mitarbeiter ein. Wir müssen Anfragen privatieren zu setzen. Wer will, wie viel von den wenigen Vorräten erhalten und war mit den Reaktionen dummerweise viel zu großzügig. Tut mir leid, Leute. Und wenn das nichts gefährlich. Nun, dann habe wir eben weniger Mauler zugestopft. Okay. Okay. Zurück. Verlassen. Haben wir aufgemacht. Gut. Ja. 4? 1? Wie war das nochmal? F? Ja. Och, du heilige Scheiße. Ich kann nicht treffen. Oh, Headshot. Essen, essen, essen. Ich höre noch. Da sind noch. Oh. Dummes Vieh. Alter. Ich glaube, das sind alle. Ah, er ist Nachbarn, okay. Ach du Scheiße, noch einer. Mann! Pistol. Oh, Animationen sind ziemlich geil, finde ich. Neue Rüstung, Kakalaki und das zu Herz. Oh. Kakla. Ah, Feuerzeug, okay. Geld. Munition. Oh, hier ist Munition. Okay, und wie kann ich mir... Access? Aha. Oh, used. Nächstes. Aha.
Item. Queste. Allgemein. Okay, Karte. Wir sind hier. Ist das groß überhaupt? Ja, ein bisschen ist schon groß. Okay. Ich glaube, das ist so groß wie... Ja, ganz oben rechts. Läuft bei uns. Und Radio. Ah, okay. Keine. Okay. Gott, ich bin Gott. Nee, das will ich nicht. Wie endlich. Wow, das ist lächel. Auf! So, dann. Ah. Name ändern will ich? Nein. Aussehen verändern? Nein. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche und danke, dass Sie sich für Vault-Tec entschieden haben. Wow, aber die Waffen sind echt übertrieben nice. Leute. Okay. Oh mein Gott, was ist passiert? Irgendwann war das so mein Zuhause. Das war... ja. Mein tolles Zuhause. Was ist diese Waffe? Taschenlampe. Kram. Nehmen? Ich weiß nicht. Das nehme ich nicht mit. Sitzen, nein, was ist das? Gucken, genau. Gucken brauchen wir, ja. Oh, Muni. Geil. Ich wollte nur nachladen, aber ja, gut. Das ist jetzt in unserem Inventar. Ach so. Ich denke, was ist das? Ne, geh mir runter, weil jetzt wahrscheinlich nix da. Aber die Grafik sieht übertrieben nice aus. Oh! Komm, wir räumen unseren Nachbarn. Ne, Spaß. Was ist das? Okay. Öffnen.
Was haben wir da? Blechdose, nee. Blechdose brauchen wir nicht. Was ist das? Oh, 15. Die Korken brauchen wir, weil das ist unser Geld zu handeln. Also nix. Okay. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Du bist es wirklich. Was ist passiert? Das kann nicht sein. Alle sind tot. Du bist noch hier? Cotsworth? Du bist noch da? Also, könnten andere auch noch am Leben sein? Natürlich bin ich noch da. Ein bisschen Strahlung kann dem Prunkstück von General Atomics International doch nichts anhaben. Aber sie wirken mitgenommen. Ihre Frau sollte sie in diesem Zustand lieber nicht sehen. Wo ist sie überhaupt? Mir denn meine Frau. Sie kann nicht tot sein. Sie haben sie getötet. An einem besseren Ort. Sie ist an einem besseren Ort. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, Ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Herr, hast du schon gesehen? Das ergibt keinen Sinn. Sie haben ihn mir weggenommen. Er wurde entführt. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. Was? 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Klar. Cotsworth, du verhältst dich... ein bisschen seltsam. Was ist los? Oh, Sir. Das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebohnt. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Das heißt du, das weißt du, konzentrier dich, hör auf, bleib bei mir. Bleib bei mir, Kumpel, Konzentration. Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Ein Holoband? Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für Sie. Meine Etikette-Protokolle erlauben mir nicht, es selbst abzuspielen. Jedes Standard-Holoband-Lesegerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Also,
Genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir ihre Frau und den kleinen Sean noch. Irgendwas Gefährliches? Vielleicht, ja, nein. Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Na, okay, geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Datei, glaube ich, das werde... Aufgaben. Cool. Okay. Weiter. Mods Money. Hey Schatz. Sean und ich müssen dir nicht sagen, was für ein toller Vater du bist. Aber wir machen es trotzdem. Du bist nett und liebevoll. Und lustig, ja. Ganz genau. Und geduldig. So geduldig. Echte Engelsgeduld, wie meine Mutter immer gesagt hat. Jetzt mit Sean, wo wir alle zu Hause sind. Das war wirklich ein wundervolles Jahr. Aber ich weiß, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Es wird sicher Veränderungen geben. Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen. Du wirst wieder ein ganz normaler Zivilist. Aber bei allem, ich stoppe mal mein Jugend. Ganz egal, wie schwer es auch wird, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Sean. Tschüss. Sag tschüss. Bis dann, Schatz. Wir lieben dich. Nett. Okay, zu mir schon, okay. Also wir sind hier. So Leute, ich werde sagen, vielleicht das war's für diese zweite Aufnahme von Fellow. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.